Hallo und recht herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships und dann noch mit einem für meine Achten sehr schönes Premium-Schiff und zwar der Tier 7 Atlanta. Dieses Schiff ist definitiv ein sehr spaßiges Schiff, was man auch meines Erachtens sehr, sehr stark empfehlen kann für zumindest Kreuzerspieler, die Bock auf HE-Kniffen haben, weil das hat dieses Schiff. Aber wir reden gar nicht so viel, sondern springen direkt in die Action. Natürlich am Anfang wird das Ganze beschleunigt. Wir sehen es nachher final ordentlich im Spiel. Sondern jetzt erstmal volle Lotte an die Front. Entdeckt wurde ich da von den Flugzeugen und dementsprechend schon die ersten Schüsse auf das Flugzeug. Hinten die Schlachtschiffe viel zu weit weg, auch Cleveland viel zu weit weg. Da kommen wir nicht drauf, das bringt alles nichts. So, aber da ist die Mutsuki. Die Mutsuki ist da doch sehr hitbar und jetzt gerade kommt was Schönes. Zwei Ausfälle hat sie zu beklagen und darunter war zum Beispiel auch der Motor. Das heißt, sie ist jetzt hier das Ruder. Deswegen, jetzt ist sie schön in den Berg gefahren. Ich komme zwar leider nicht mehr drauf, aber dieser Berg hat ihr nicht gut getan. Deswegen ist jetzt auch First Blood passiert und gab auch von mir nach dem OMFG ein Kuss-Smiley. So, wir beschleunigen wieder, weil jetzt passiert erstmal wieder wenig. Der Gegner ist hier drüben sehr passiv und wir sind hier an einer unglaublichen Überzahl. Also da kann man jetzt getrost hier ein bisschen Gas geben. Es wird hier auf die Torpedojäger und die Abfangjäger gegangen. Aber wie gesagt, Action bekommen wir hier keine. Bisschen auf uns geschossen, aber bis auf die Wendigkeit passiert nichts. Und die Pensacola ihres Zeichens bekommt gleich Torpedos ab. Da die ersten. Und da gleich die nächsten. Hat sie gefühlt nicht so gut aufgepasst. Deswegen hat sie hier schon viel einbüßen müssen. Und nachdem wir jetzt hier fast nach vorne durchgerückt sind, wird jetzt der eigene Stützpunkt erobert. Und da kommt auch schon meine Aufforderung zum Defend. Und dass der Flugzeugträger spotten soll. Und beides passiert. Das ist sehr selten. Aber beides funktioniert toll. Unser Flugzeugträger fährt hin. Und jetzt hier, da hinten die Mutsuki. Wird hier schön beschossen. Und da sieht man das erste Mal jetzt hier in dieser Aufnahme die schnelle Schussfolge. Aber es ist natürlich auch so, mit auf 10 Kilometer zu treffen mit dem Schiff und dann noch auf einen Zerstörer, ist nicht so leicht. Also, auch wenn es knapp war, aber geklappt hat es leider nicht. Das ist jetzt auch nicht so mein Gegner, sondern mein Gegner wird jetzt hier drüben die Atlanta sein. Erstmal wird sie noch mit HE beschossen, aber ich wechsle dann in dem Atlanta-Fight auf AP um, wie wir gleich sehen werden. So, jetzt die erste Ladung HE. Nochmal HE und die nächste Ladung danach ist AP. Und wieso AP auf der Atlanta auch Sinn machen, sehen wir nämlich jetzt. Vier Zitadellentreffer und dementsprechend der ordentliche Schaden. Und jetzt kommt die North Carolina. Da ist natürlich wieder HE Pflicht, ganz klar. Und gerade ein Schlachtschiff ist natürlich ein mitgefundenes Fressen für so eine Atlanta. Hab hier leider nur ein bisschen zu weit noch nach rechts gezielt gehabt. Dementsprechend nicht die Hits, wie man sie hätte haben können. Aber die New Mexico ist ja auch noch ein nettes Ziel. Dann wird darauf gegangen und dann sammelt man schnell die Zieltreffer, wie man sieht. 11 an der Zahl und dann nochmal 8 hinten dran. Damit in Brand gesteckt. Und jetzt kommt die North Carolina wieder. Und die kriegt natürlich jetzt die volle Salve ab. 11 Zieltreffer, 3000 Schaden. Nochmal 4000. Also diese HE-Kanonen können unglaublich nervend sein, weil eben nicht nur HE-Schaden am Ende ist, sondern es kommt auch noch ein bisschen Schaden dabei rum, wenn sie richtig einschlagen. Wie man jetzt mehrmals gesehen hat.
Und man kann auch wirklich jetzt mal verraten, diese Runde ist meine allerbeste Atlanta-Runde bisher überhaupt gewesen. 2300 XP gab es dafür. Und es waren über 90.000 Schaden am Ende. Also das ist doch sehr, sehr beachtlich gewesen. Gab es natürlich auch nettes Credit-Inkommen. Aber jetzt sehen wir hier einfach diese unglaublich vielen Treffer, die man damit einfach mal runterreißen kann. Die Pensacola steht da jetzt auch noch frei. Turmdrehung unglaublich schnell. Und jetzt kommen da unsere Schüsse rein und wird zerstört. Wir haben jetzt kurz gebrannt, aber von dem her schnell reparieren und weiter geht's. Das ist halt der Nachteil. Ada Atlanta, wie gesagt, sie hält nicht viel aus, aber das muss man halt einfach akzeptieren. Und ansonsten kriegt man ein schönes Schiff. Hier New Mexico, 6000 Schaden einfach mal eben. Und New Mexico ist auch ein Tier 6 Schlachtschiff. Also jetzt nicht, wo man sagt, das ist mal so ein kleiner Gegner. Und dann auch noch in Brand stecken. Das tut alles schon sehr stark weh. Und jetzt beschleunigen wir das Ganze, weil eben die Reichweite knapp bei 11 Kilometer liegt. Das sehen wir hier jetzt ganz schön in dieser Ansicht. Also von dem her müssen wir jetzt wieder näher ran an den Gegner. Um hier auch wirken zu können. Aber jetzt, wir haben sie ja vorher in Brand gesteckt und jetzt wird sie zerstört. Dann die North Carolina. Auch hier werden wir jetzt ein bisschen Spielgeschwindigkeit erhöhen. Weil eben bei 11 Kilometer, da sind wir ja noch weit entfernt davon. Die Torpedos auf dem Schiff sind meines Erachtens vernachlässigbar. So, jetzt sind wir nochmal in Schussreichweite gekommen. Aber den Kill kommen wir nicht. Auf die Torpedos mal kurz einzugehen. Sehen wir das hier überhaupt? Nein, sehen wir leider gar nicht. Die Torpedos sind nämlich von der Reichweite her, ich glaube, 4,5 Kilometer, also recht reduziert. Von dem her, konzentriert euch auf die Kanonen, weil da macht Sinn. So, und jetzt gehe ich durch die Mitte, weil eben nur noch 6 Minuten im Spiel zu spielen sind. Und wir sehen die New Orleans. Die kommt da vorne an, also von dem her ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie uns in der Mitte begegnet, gleich sehr groß. Und auch das wird passieren. Und da gibt es nochmal einen epischen Abschluss für diese Runde. Mit einer kurzen Doofhaftigkeit von mir. Aber trotzdem sehr schön, glaube ich. Und da ist er auch schon. Und jetzt sieht man hier wieder HE, weil New Orleans ist 8 und kommt eher ungünstig. Deswegen erstmal HE schießen. Macht nämlich auch gut Schaden. Jetzt wollte ich unbedingt meine Torpedos ins Ziel bringen, weil ich mir dachte, okay, die sollte mir eigentlich so viel Schaden machen. Und von dem her sollte sie mir Probleme bereiten. Will also meine Torpedos loswerden, aber sie dreht, also schlecht geschossen. Deswegen jetzt weiter auf das, was ich sage, konzentriert euch. Und zwar die Kanonen. 14 Treffer, 6000 Schaden. Und jetzt denke ich mir, okay, 6000 HP, da mache ich nur noch eins. Und zwar, ich will sie mit in den Tod nehmen. Und passe mich da dementsprechend an, dass sie mir hier reinfahrt. Und dann passiert genau das, was passieren soll. Wir beide explodieren in einem epischen Finale. Macht dann da noch in Summe 55 Zieltreffer, Wassereinbruch und zerstört. Und das waren nochmal 5000 Schaden. Und für mich war das das Beste, was ich hier noch machen konnte. Und ja, dann sehen wir praktisch unsere Leichen, sage ich mal hier. Die Runde ist noch nicht ganz zu Ende, aber ich erzähle euch das Ende, weil wir sind leider nicht mehr am Start und können nicht mehr eingreifen. Aber die Amagi wird von der Fuso zerstört und die Cleveland dann im Finale von der North Carolina. Also wird das sogar noch ein Sieg und dementsprechend gibt sich das Ergebnis, was ihr jetzt gleich sehen werdet. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Schiffskapitän Alcaramba.